Hallo, Max hier. Heute geht es über eine coole Netzwerktechnik, nämlich der sogenannte 5-Minuten-Gefallen. Und zwar diese Technik oder diese Strategie, oder wie man es sagen, habe ich eben wieder mal aus diesem Buch, wo ich noch ein Review machen möchte, nämlich Give and Take von Adam Grant. Und er beschreibt dort eben einen, wie ich in dem letzten Video schon angedeutet habe, einen Netzwerker, der in San Francisco, also im Silicon Valley, ziemlich erfolgreich ist. Und er hat es sich zur Gewohnheit gemacht, eben jeder Person, die er begegnet, einen sogenannten 5-Minuten-Gefallen zu tun. Das heißt, er, logischerweise Schritt Nummer 1 ist, er tauscht mit ihm Kontaktdaten aus. Oder wenn es bei einer Veranstaltung ist und er kann zum Beispiel schon einen Kontakt herstellen, das ist zum Beispiel einer dieser Gefallen, die er tut, dann macht er es quasi gleich dort. Aber letztendlich, der Gedanke hinter diesen 5-Minuten-Gefallen ist einfach das, dass egal wen du triffst und egal wo du diese Person triffst, dass du dir Gedanken machst, okay, wenigstens einen kleinen 5-minütigen Gefallen kannst du jeder Person tun. Sei es einfach nur, dass du ihnen einen Tipp gibst, sei es einfach nur, dass du ihn zu einer anderen Person, mit einer anderen Person quasi verkuppelst, also ihr vorstellst, die eben ein Problem von ihm lösen könnte. Oder dass du einen Dankesbrief schreibst oder dass du eine nette E-Mail schreibst, irgendetwas, um eben Wert zu geben. Das ist eben dieser große Hintergedanke auch in diesem Buch. Das heißt, jemand zu sein, der gibt, der Wert gibt. Und das kannst du zu jeder Person machen. Und du musst nicht aufwendige Sachen machen, sondern Kleinigkeiten sind oft einmal schon sehr viel wertvoller als irgendwie große Sachen. Wichtig ist, dass dieser Wert konstant nach außen gegeben wird und dass auf die Art und Weise dann irgendwann einmal, weil es summiert sich, dann Wert auch zu dir zurückkommt. So viel dazu. Das ist wie gesagt ein kurzer Tipp. Und mir würde interessieren, wie du diesen Tipp umgehst. Und ich merke jetzt gerade, es ist scheiße heiß. Das heißt, ich werde nicht so wunderlich viel mehr reden, weil ich merke einfach, dass es hier nicht in der Art und Weise funktioniert, wie es funktionieren sollte bei so einer Hitze. Dachgeschosswohnung. Nicht optimal, wenn es so heiß ist. Und ja. Wie gesagt, probier diesen 5-Minuten-Gefallen aus. Das nächste Mal, wenn du irgendwo unterwegs bist, irgendwelche neuen Leute kennenlernst, tausch Kontaktdaten aus, weil sonst kannst du ihm nicht helfen, wenn du nicht weißt, wie du diese Person erreichen kannst. Und dann mach dir Gedanken, wie kann ich dieser Person helfen? Wie kann ich dieser Person Wert geben? Und sei es auch nur eine Kleinigkeit, wie du es denen schreibst. Ja, es war nett, mit dir geredet zu haben. Ich habe ein paar interessante Sachen lernen dürfen. Ich bin dankbar dafür. Und allein das schon, er freut sich vielleicht bloß ein bisschen drüber. Aber allein das ist schon ein bisschen ein Wert, den du in die Welt hinausgegeben hast und der sich auf die Art und Weise sammelt und wieder zu dir zurückfließt. Besten Strategien eben, was eben auch er gemacht, sind eben die zwei, er hat entweder Feedback am liebsten gegeben oder er hat eben die quasi verschiedene Personen, wie ich schon angedeutet habe, verkuppelt. Das heißt, er hat immer gefragt, vielleicht kannst du dich noch erinnern, okay, was ist deine größte Herausforderung? Und dann, je nach Antwort, die gekommen ist, hat er gesagt, ah, ich kenne jemanden, der diese Herausforderung lösen könnte oder der dir bei dieser Herausforderung helfen könnte. Und dann hat er die beiden Personen eben vernetzt. Ja, wie gesagt, oft einmal die Basics im Networking sind immer dieselbe. Das heißt, show up, das heißt, tauch einfach auf, hör zu, lass die Leute erzählen, versuch herauszufinden, wo die Herausforderungen dieser Personen sind, die Probleme, die Schmerzpunkte. Und dann überlegt er, wie du dieser Person helfen könntest. Und dann helf ihr, tu ihr einen Gefallen, gebe Wert. Und wenn es auch nur eine winzige Sache ist, wenn es auch nur maximal oder mindestens 5 Minuten dauert, du solltest jeder Person, die du triffst, wenigstens 5 Minuten in diese Person investieren können. Ja, wie gesagt, schreib bitte, wie es dir damit gegangen ist, wie du das Ganze umgesetzt hast, was du herausgefunden hast. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Beim nächsten Video. Hoffentlich, wenn es wieder ein bisschen kühler ist. Sonst beschwere ich mich immer, wenn es zu kalt ist. Es beschwere ich mich, wenn es zu heiß ist. Man kann es mir anscheinend nicht recht machen, aber im Moment ist es halt einfach ziemlich heiß. Ja, wir sehen uns beim nächsten Mal und ciao.